Die haben sich schon beim Goalie abgeklatscht und sind bereit für das Anspiel. Geleitet übrigens heute Abend von den Hedges-Richter Timo Imbach und Thomas Urban. Mittellinienrichter Manuel Evalan und Quentin Guilla. Es ist losgegangen. Die Bischen Eis. Tigers im Puck-Besitz. Und der erste Schuss auf das Goal von Tim Mattis. Da hat der Nicola Lüthi bei Fribourg-Gottereau problemlos gehalten. Und es wird zuerst mal gewechselt. Wir spielen heute Abend im Prinzip wieder gleich, wie man in den letzten Matchen gespielt hat. Im ersten Backpaar ist Tim Mattis, Team Timo Maurer. Der ist zurückgekehrt aus seiner Verletzung. Heute Abend wieder aufgestellt. Und im Moment auf dem Eis. Zweite Schornformation mit dem leichten Yannick. Links Luca Wenger auf der rechten Seite und in der Mitte der Pascal Kilchemann. Thibaut Cotterau. Kurz im Böckbesitz gewesen. Dann das Beistellen. Die erste Strafe gegen den SC Young Tigers. Das war beim letzten Spiel schon gleich gewesen. Ja, und gerade der letzte Wendt, den ich gemacht habe, in der Mitte, der Pascal Kilchemann, muss für 10 Minuten rausgehen. Der SC Young Tigers zuerst mal im Boxplay. Vorteil Fribourg. Sie ist allerdings schon weg. Das ist allerdings jetzt schon sehr gut gelöst. Der SCL Young Tigers möglichst wegzuschieben vom eigenen Goal. Jetzt mit der Möglichkeit für Fribourg. Allerdings auch schon bereits wieder die Scheibe kurz verloren. Laue Linie gehalten. Schuss auf das Goal. Und ja, da ist der Treffer. 1-0. Ein Pass hinter dem Goal. Auf den linken Back und der schießt ein zum 1-0 für Fribourg Gottereau Young Dragons. Mit der Nummer 12 war das, der Mathis Chapuy. Pass werden wir noch hören. Also der Mathis Chapuy war der Passgeber. Auf Alessandro Wiesen und das Goal geschossen hat der William Hull. Vladimir. Beide Mannschaften natürlich wieder komplett. 5 gegen 5. Sehr ähnlicher Spielanfang, wie wir hier gegen Lausanne gehabt. Im letzten Heimspiel. Oris ist dann Strafe nicht ausgenutzt worden. Das war später gewesen, aber doch schon wiederum. Eigentlich einen unnötigen Rückstand. Aber das Spiel geht noch lang. Martin Bütikofer. Kurz zögert. Alain Poppart. Er hat den Ausgleich gemacht in Ambri. 6-1. Aber auch er sieht seinen Schuss gefangen vom Nicola Lüthi. Bei der SCL Young Tigers im Goal der Team Baumann. Ja.
Pass hinten rein. Zu ungenau. Im Moment Spiel noch grad ein bisschen zu schnell bei den SL Young Tigers. Die Präzision fehlt da noch grad ein bisschen. Gnabry. Versucht das zu verbessern. Aber auch er verliert Scheibe. Das Tempo schon recht hoch von beiden Seiten. Burgen heute mit einer Chance. Spielen sehr aggressiv, Freiburger. Auf den Böck, auf den Mann. Philipp Scherz. Patrick Bär, Deport's Goal. CO2 Langnauer, aber sie können da nichts machen, wenn er noch ablenken. Sie war blockiert. Auf dem Eis die dritte Formation. Da haben wir beim Anspieler Michael Bütikofer, schon erwähnt, vorher der Alain Popart auf der rechten Seite und links der Philipp Scherz. Gefährlich war, noch vor dem eigenen Goal durchgegangen, vor dem Kurzum. Die Scheibe aber kontrolliert. Jetzt passt man sich nicht zwei Stufen vertändeln da. Jetzt im Moment ist sicher gefragt, dass man die Scheibe laufen lassen kann. Allerdings dann möglich weiter. Tim Baumann, angelenkt auf die linke Seite, rechte Seite. Offside, ja. Knapp. Da können Handpass sein. So pfiffen worden. Die erste Formation drauf bei den SL Young Tigers. Da haben wir rechts den Finn Naber, in der Mitte der Oskar Slapinskis und links der Yannick von Bergen. Backpaar haben wir hier auf der rechten Seite den Jonas Schwab und den Linus Chateau. Und als weiterer Verteidiger auch aufgeführt der Jan Wüterich. Umdreht, gespielt. Und dort Oskar Slapinskis. Möglichkeit war, hat das Goal gespielt dort. Timo Maurer. Und jetzt ist er drinnen. Ausgleich 1-1.
Der Luca Wenger hat das Goal gemacht. Zuerst abgewehrt von Nicola Lüthi, dann Schiebe in der Luft und dort hat der Luca Wenger sofort reagiert und bringt die Schiebe rein jetzt zum 1-0. Also, neuer Spielstand 1-1. Der Passgeber, der Janik Lichti. Moment, sie wird zu lang gehalten. Ein Schuss war. Janik Lichti. Und auch noch ein bisschen Meinungsverschiedenheiten. Allerdings geschieht es sicher sofort, dass sie dazwischen gegangen sind. Damit ist es so gelöst. Ohne im Sturm zu erwähnen, der Nico Schädeleib und der Timo Jenny. Spielbar, jawohl. Seit dem Ausgleich, der SL Young Tigers, auch jetzt aggressiver und spielgenauer. Die Koffer dort. Sing. Ein guter Andenk war, allerdings zu kurz, die Schiebe zu nahe am Körper.
Hier geht die einfach die Scheibe wegzunehmen, wegspielen. Luca Wenger. Der 2-2 Möglichkeit. Gerade geschossen. Tim Baumann hat aufgepasst. Und auch hier. Alain Poppart. Spiel ziemlich ausgeglichen. Merkt man auch in den Chancenmöglichkeiten. Wiederum Möglichkeit für Fribourg. Nach vorne. Er ist gerade verloren gegangen. Der Körper wird eingesetzt von beiden Mannschaften. Schussmöglichkeit. Tim Baumann hat aber gehalten mit der Fanghand. Schuss hat der Alex Schwitter. Fribourg baut Angriff da, aber erfolglos, blaue Linie abgefangen. Ja, das ist hingegen nicht gut, das wollen wir eigentlich nicht sehen. Hoffen wir, dass so nichts passiert ist. Straf gegen Fribourg. Gegen Matteo Palmisano. Zwei Minuten gibt das. Sie haben gesehen, wegen hohen Stock. Also, das erste Powerplay für die SCL Young Tigers. Gibt es ein weiteres Goal? Dann werden wir die Kürze sehen. Die Formation bei der SL Young Tigers auf dem Spielfeld. Robin Fribourg. Wäre eine Schussmöglichkeit gewesen. Hat sich für einen Querpass entschieden, der Finn, aber der Janik von Bergen hätte ihn nicht kontrollieren können. Und so ist mit ihm rausgespielt worden. Neuen Anlauf. Wiederum rausgespielt.
Michelo spielt da den Ab. Aus dem eigenen Dritt raus. Auch hier der Weise möglichst die Scheibe weiter weg vom eigenen Goalie, vom eigenen Goal. Wiederum ein erfolgreiches Spiel. Auf die andere Seite geleitet. Mal darum, sie können es installieren allenfalls oder eben gerade mit einem Konter. Ja, Nick von Bergen schießt da. Fribourg komplett. Also hier Strafe. Der Serian Tiger ist nicht ausgenutzt. Aber wir sind schon im Böckbesitz mit einer Schussmöglichkeit. Abfangen auf der Linie. Das war so Pinski, ist das gewesen, vorhin noch. Das erste Drittel geht noch 4 Minuten und 10 Sekunden. Spielstand 1-1. Chance auf beiden Seiten. Nicht gerade zwingend, aber doch immer gute Schussmöglichkeiten. Und hier geht es wieder eine. Hätte können vereignet werden. Gut, hat der Kader Matthias Schappi. Fribourg Cottero. Scherz ist da noch von offenem Feld gecheckt worden. Nachdem er gespielt hat, schieben. Und wieder eine Möglichkeit, aber Nicola Lüthi. Ein sehr animiertes Spiel, finde ich. Kämpferisch bei den Mannschaften. Neutralisieren sich auch relativ gerne gut. Die Spieler sind auch nach und voneinander. Hat er mit Möglichkeit, ob er es dem Weiter nicht gelingt, dass der andere kann. Ich habe gut gesehen, auch hier fast 5 Fribourger in einem kleinen Kreis hin. Pfiffen. Der Spieler zu viel auf dem Eis. Wie es aussieht, ist das bei den SL Young Tigers. Und der, der an der Scheibe war, der Nico Schertelieb, der zu einem Angriff hat, wollte starten, bekommt die 2 Minuten. Aufgebrummt. Also, ein weiteres Powerplay für Fribourg Cottero. Das
Zuerst hat mit einem Goal geendet. Aber hier guter Pass auf den Finn. Aber was macht er? Oh, ziemlich eine Körperrotage gewesen. Hat das probiert, das Backhand, das Goal zu schiessen. Härter Check. Offside. Grüß. Nur mal ganz kurz gesehen. Aber alles korrekt. Aus dem Feld. Das hat Fribourg mehr Mühe. Das ist Young Tigers aktiver und auch aggressiver. Probieren die Scheibe wegzuhalten. Wieder vom eigenen Goal. Diesmal klar erfolgreicher als beim ersten Powerplay. Besser gesagt Boxplay. Strafe noch 40. Sekunden. Auch hier wieder erfolgreich gewesen. Der Schotto. Was ich Fribourg doch noch aufstellen. Kommt zur Möglichkeit und ja. Eieiei. 2-2. Die Strafe ist gerade abgelaufen. Oder wird gerade ablaufen in dieser Sekunde. Das erste Team Baumann hat die Scheibe. Weiss allerdings nicht, wo sie ist. Und die liegt einfach vor ihm. Und also wiederum erfolgreich auch im zweiten Powerplay. Fribourg Gottero. Wiederum wieder in Angine. Der Alessandro Wiesen war also da erfolgreich. Kurz vor der Pause hätte er da noch das 2-2 markieren. Strafe gegen Fribourg Gottero jetzt allerdings gerade noch. Somit das zweite Powerplay für die SL Young Tigers. Mal schauen, ob sie diesmal erfolgreich sind. Allerdings bleibt nicht viel Zeit übrig im ersten Drittel. Hier. Kurzes, einfaches Nachschlaf vom Alain Poppart. Allerdings war das nicht so schlimm gewesen. Besser gesagt, eigentlich gar nichts gemacht. Mal eine Reaktion. Jetzt hat er noch allerdings
Angriff lanciert werden für Fribourg. Ja, Pause. Vielleicht geht gut, dass jetzt Pause kommt. Die Spieler noch ein bisschen angelaufen. Warm geworden. Auch für intensivere Zweikämpfe. Unstimmigkeiten. Jetzt gibt es für alle mal einen Pausentee. Und auch für uns, für den Kameramann, der Beat Lichti und der Kommentator, ich, der Marcel Marti. Wir hören uns und sehen uns bald. So, wir sind wiederum zurück hier in der Elfishalle und ich mache eine kurze Buchhaltung zum ersten Drittel. Fribourg. Gotteron ist bereits nach 1 Minute 26 in Führung gegangen. Durch William Waldemar Hull. Pass gespielt vom Alessandro Wiesen und Matti Chapuis. Das war übrigens ein Powerplay-Goal für Fribourg. Und dann nach 6:43 der Luca Wenger auf Pass von Yannick Lichti zum Ausgleich 1:1 für die SL Young Tigers. Dann ist es weitergegangen mit einer weiteren Strafe. Teamstrafe, zwei Spieler auf dem Eis bei den SL Young Tigers. Und somit hat er nach 19:27 der Alessandro Wiesen zum 2:1 können einschiessen, gespielt von Thibaut Favre und Benjamin Brassé. Jetzt hat es eine Strafe noch gegen Fribourg-Gotteron Young Dragons, 19:39. 10 Minuten noch und es geht die Strafe noch 1:39. Wenn wir schauen, was die SL Young Tigers hier im zweiten Drittel können machen mit dieser Powerplay-Möglichkeit, ob sie wiederum einen Ausgleich machen können oder bleibt es noch bei diesem Spielstand. Wir freuen uns jedenfalls auf die nächsten 20 Minuten. Spannende 20 Minuten. Also, Teams sind noch drum bereit. Schiebe bereits schon wieder auf dem Eis und die SL Young Tigers im Angriff probieren das Powerplay aufzuziehen. Können sich in Position bringen, das sieht nicht schlecht aus. Pass war gerade ein bisschen hoch, aber angekommen. Und knapp vorbei, da der Schuss von Finn Naber. Er spielt noch einmal auf Janik von Bergen und er kommt vor das Goal. Aber die Schiebe nicht können kontrollieren. Aber immerhin noch im Besitz. Timo Maurer hat da geschossen. Pfiffen. Seite Langnau Anspiel. Jetzt ist der Alain Poppart. Hey, falsch gesehen. Timo Jenni. Wir können aus dem Drittel spielen. Mit dem Top-Stock. Backhand. Muss neu aufgebaut werden. Von der eigenen Seite her. Strafe geht noch 3. Und zurück ist der Spieler von Fribourg. Also wieder komplett. Auch das Powerplay nicht können ausnutzen.
in die andere Richtung. Strafanzeigt. Der SCL Young Tigers. Das kann passieren. Mal die Schiedsrichter zusammenputschen. Wer betrifft es? Wird noch diskutiert. Jürgen Reber fragt nachher. Das SCL Young Tigers, Coach. Und bei den Freiburger ist es der Roschi Oliver. Janik von Bergen. Möglich, dass da diskutiert wird, wer überhaupt denn auf dem Eis war und wer was gemacht hat. Die letzten zwei Strafen haben eben nicht gut geändert für die SCL Young Tigers. Also beistellen, ist fertig. Boxplay. Aber vollen Einsatz. Fahrt gerade noch direkt den Spieler um. Die Box spielt da sehr ruhig. Zu ruhig und der Schuss wird geblockt oder Pass. Robert Breitz wieder die Schiebe verloren. Seit der SCL Young Tigers. Es wird gewechselt. Tigers haben schon bereits. Freiburg macht es gerade. Wird jetzt auch abgeschlossen, aber jetzt auch hier Pass nicht angekommen. Trotzdem wieder an Scheibe. Aber er hat es rausgespielt. Selber. Hey, ist sogar ein bisschen Mühe mit dem Powerplay, Freiburger. Nicht ganz aus der Pause möglicherweise. Mal geschossen worden. Aber da ist natürlich der Tim Baumann im Goal von der SCL Young Tigers. Also, die Strafe ist abgelaufen, ohne dass etwas passiert ist. Jetzt haben wir ganz nahe, eine ähnliche Situation bei der zweiten Strafe. Tim Baumann hat die Scheibe, hat allerdings auch noch einen Stock an den Kopf bekommen. Er hat jetzt die Maske abgezogen, legt sie jetzt gerade wieder an.
kann weitergehen. Eine Strafanzeige gegen Freiburg. Ja, und jetzt wird pfiffen. Nicht korrekter Wechsel. Thibaut Favre muss da für 10 Minuten rausgehen. Nachgespielt wird auf der linken Seite. Also. Ein weiteres Powerplay für die SL Young Tigers. Heide Möglichkeit. Und über die Zahl der zwei Treffer zu erzielen. Zum Ausgleich. Die Ball kann sich lösen. Freiburg hier recht offensiv. Der Oskar Sapinski hat es auch noch probiert, schiessen gerade. Und da ist der Treffer. Jetzt haben wir es 2-2. Der Alain Poppart ist wieder goldrichtig gestanden. Kann Nachschuss machen und der ist drinnen. 2-2. Passgeber haben wir jetzt auch gehört, der Finn Aber und der Timo Maurer waren auch beteiligt bei diesem Goal zum 2-2. Die Aktion von Freiburg werden wir jetzt gerade sehen. Und auch hier von den Young Tigers. Und Martin Vitico von Oni. Scheibe war. Ohne Stock. Aber alles gut gegangen. Team Baumann hat auch diese Scheibe gehalten. Es wird gewechselt. Einzeitig. In Freiburg kommen die erste Formation auf dem Eis. Marschbilder William Waldemar Hull. Schwab schießt da.
Wiederum ein Unterbruch. Diesmal sieht es auf der Freiburger Seite so aus. Ein Spieler zu viel auf dem Eis. Genau. Gibt eine 2 Minuten Strafe. Somit ein weiteres Boxplay für die SCL Young Tigers. Die stellen sich aber jetzt gerade auf. Gute Möglichkeit hier für Freiburg. Ganz schnell Lauf gesehen. Ist aber nichts passiert. Wiederum eine Strafe. Strafe abgesessen. Bei Freiburg. Ist noch nicht angezeigt. Also, weitere Strafe gegen die SCL Young Tigers. Janik von Bergen ist da auf der Strafbank gelandet. Weiter. Habe ich endlich gefunden, wo ich auf Freiburg gesetzt. Im Moment also 4. Langnauer. 4 Freiburger. Und da Wenger. Und da mit Tempo. Das dritte. Michael Bütikofer. Guter Schuss. Blockt. Und das war eine gute Möglichkeit hier. Nico Schägerli. Pass war ein bisschen stark gespielt. Jetzt haben wir es 3 gegen 1. Und eigentlich auch gut gespielt war, aber Tschibe ganz gut gehalten hat da der Team Baumann. Tschibe war schnell hoch. Tribo Gottero zwischenzeit komplett. Das 5. wieder. Aber auch kurzum bei den SCL Young Tigers. Strafe vorbei. Das hat auch der Nicola Lüttigat bereits den Spieler mitgeteilt. Mit dem Schlag auf das Eis, der Goalie-Kelle. Das, ja, das gibt auch eine Strafe. Beinstellen. 10 Minuten. Im Moment relativ viel Strafe. Gegen Pascal Kilchemann von der SCL Young Tigers. Somit ein weiteres Powerplay für Fribourg Gottero Young Dragons. In der Offensive nie so gut.
2 Minuten Strafe. Ganz gut arbeiten hier. Oskar Sapinskis hat die Scheibe rausgebracht. Nathan Favre hat probiert, die Scheibe aufs Goal zu bringen. Hat es eigentlich auch geschafft, aber die Scheibe ist dann abgelenkt worden. Und bereits. Wir sind nicht können kurz die Scheibe behalten auf den SL Young Tigers. Aber sie ist abgefangen worden, der blauen Linie. Weiterhin im Powerplay Freiburg. Hat jetzt aber ein bisschen mehr Mühe. Und dann aufs Goal schiessen. Ich probiere hier mit Pass. Jetzt hat man können befreien. Von der Tigerseite her. Und dann kann man auch wechseln. Die Strafe geht nicht mehr so lang. Und jetzt eine Möglichkeit für den SCL Young Tigers. Ein Angriff. Und das wäre eine gute Möglichkeit gewesen hier. Und wiederum gerät man sich da an Ang. Also, wir spielen wieder 5 gegen 5. Mal schauen, wie lange. Jetzt hat es noch regelmässige Strafe gegeben. Immer abwechslungsweise. Wir haben eine Möglichkeit, noch auf der blauen Linie. Das tut weh, ja. Mit der Hang. Die Scheibe verwutscht. Hat hier der Arno Clavien. Das muss sofort gekillt werden, jedenfalls. Die Hang. Jetzt wird abpfiffen. Jetzt kann er auch gehen. Die kann er verpflegen. Mit der Bande. Aber er wird umblockt worden von Freiburg. Eising wird wieder angespielt im Freiburger Drittel. Und noch gewechselt. Auf der Langnauer Seite. Geht aus dem Spielfeld. Und die Scheibe geht ganz aus dem Spielfeld.
Die Burger da wieder relativ recht aggressiv. Decke. Winnetou bei jeweils immer wieder zurück. Jetzt kommt es also auf der anderen Seite da. Blockt, aber auch hier verlässt Chibe das Spielfeld. Sechs Minuten 25 noch im zweiten Drittel. Spielstand 2-2. Es ist hochspannend. Wer schießt den dritten Treffer? Ein Moment hier beim Anspiel. Ist auf sehr engem Raum. Die Spieler fast allen Orten am Kleben. Eine weitere Scheibe. Ein ganz kleiner zum Sammeln. Die 10 Böcke haben, bekommen sie alle noch. Einen schönen Böck von den SCL Young Tigers. Oder SCL Tigers. Jubiläumsböcke hat es auch immer noch. 75 Jahre. Der Hang ist oben. Eine Strafe gegen Fribourg-Gottereau, die sie die nächste eine fassen. Das. Der Lenny Michelon. Beim Anspiel passiert. Somit ein weiteres Powerplay für die SCL Young Tigers. Das letzte Powerplay hat man ausnutzen zum 2-2. Also man steht sehr nahe hier, eine Möglichkeit zum 3-2. Und danach. Sehr gut gespielt sie bis jetzt mit dem Powerplay. Sie sind schnell unterwegs. Aber eben, da ist noch ein Goalie, den wir müssen überwinden. Das wäre Nico Nalutti auf der Friburger Seite. Er hat bis jetzt auch tadellos gespielt, wie auch der Tim Baumann bei den SL Young Tigers. Die Scheibe ist raus. Wiederum geschossen. Vor blauer Linie. Die Mattis. Und wiederum Nicola Lüthi, der Sieger. Abpfiffen. Noch angespielt. Aus dem Feld, aus dem Drittel.
So manche Böck schon von draussen gelandet, dass ich ja schon fast drin bleibe. Wo die Bären geht. Das war eine Möglichkeit gewesen, hier vom Timo Jenny. Also hier wieder nicht ganz getroffen, die Scheibe. Wäre eine grosse Möglichkeit gewesen. Fribourg komplett. Luca Wenger hat noch ein kurzes Gespräch gehabt hier mit dem Schiedsrichter. Schnell unterwegs von den Friburger. Kevin Etter. Wie war das? Der Schuss ist gerade ein bisschen höher geraten. Okay, 2 gegen 1. Oskar Sapinski. Passgeber war der Finn Naber. Da haben wir okay. Nein. Das Tempo mehr gehabt. Einer hat keinen Stock mehr, jetzt hat er ihn wieder. Und auch hier. Mit einer weiteren Möglichkeit. Allerdings von weitem geschossen. Kein Nachschuss. Pass nach vorne. Und auch geschossen. Für Alemar William Hull. Das war wieder eine Möglichkeit gewesen, da hier. Die Schiebe nicht richtig früh, steht vor dem Goal, dann kein Nachschuss. Ja, Popart hat da probiert, die Schiebe vor das Goal zu bringen. Fribourg wieder ein bisschen effizienter. Schon wieder angegriffen. Hat etwas mehr Scheibenbesitz. Aber die Tigers auch gut dran. Seht, so richtig gefährlich wird es im Moment auf beiden Seiten gerade nicht. Spielen sie noch 50 Sekunden. Gute Möglichkeit gewesen, aber Nicola Lüthi haltet den Schuss. Powerchiebe bei sich. Es wird noch einmal gewechselt. Ja,
Nach wie vor 2-2. Nach wie vor spannend. Wer schießt den Treffer? Weiterer guter Schuss. Ja, da wollen wir sagen, wer offside. Wo wird noch pfiffen? Also es wird draussen angespielt und das ist bereits passiert. Auch hier zwei Zuspieler zusammen. Hoher Schuss. Hier könnte es sogar eine Möglichkeit geben für uns. 2-1, nein, geschossen gerade von Pascal Kilchemann. Kleine Schwierigkeit von Nicola Lüthi, den Schulter hat er dann bekommen. Wir können gerade gleich noch nachfassen und die Scheibe in seiner Fanghand vergraben. Also, das Spiel endet 2-2, sprich unentschieden. Wir hatten hier einen weiteren Treffer nach 25-26 durch Alain Popart im Powerplay. Passgeber der Finn Naber und der Timo Maurer. Die nächsten 20 Minuten stehen an, sprich das letzte Drittel. Werden wir hoffentlich noch einmal das Tempo ins Spiel sehen. Vielleicht mit ein bisschen weniger Strafen. Ich freue mich jedenfalls. Bis nachher. So, wir sind wir zurück im zweiten Drittel. Vom zweiten Drittel haben wir ja gehabt. Pause ist fertig und jetzt sind wir beim dritten Drittel, also beim letzten Drittel. Die ersten 20 Minuten. Hochspannendes Spiel. Hoffen allerdings, es gibt ein bisschen weniger Strafen, als dass wir da im zweiten Drittel gesehen haben und dass da weiter fair gespielt wird, möglichst fair gespielt wird. Buchhaltung relativ einfach gemacht. Hier im zweiten Drittel. Powerplay Goal für die SCL Young Tigers nach 25-26. Der Thibaut Favre war auf der Strafbank und das hat er Alain Popart ausgenutzt. Zum 2-2 und seit dieser 25-26 steht es so. Möglichkeit auf beiden Seiten für weitere Goal. Aber es hat noch nicht gelangt. Wir haben schlussendlich auch zwei gute Goaline gesehen bis jetzt heute Abend in diesen 40 Minuten. Auf der einen Seite der SL Young Tigers Goalie Tim Baumann und auf der gegenüber Seite der Nicola Lüthi bei Fribourg-Gottereau Young Dragons. Die Spieler sind bereit, aufgestellt. Es kann losgehen. Und ist losgegangen. Offside. Ja, hätten wir jetzt nicht unbedingt müssen pfeifen. Da sind ein paar Zentimeter gewesen, wo die Scheibe ein bisschen bleiben kleben ist auf der blauen Linie. Oder vor der blauen Linie. Die da drin ist. Der Treffer zählt, er ist drin. Zum 3-2. Das ist jetzt aber rassig gegangen. Finn Naber hat das gemacht. Der zuvorderst kommt, abklatschen an der Bande. Spielerbank bei den SL Young Tigers. Also, für den SL Young Tigers geht es in die richtige Richtung.
Oskar Slapinski hat den Pass gegeben und jetzt ist eine Strafanzeige gegen Fribourg Gottero. Und es betrifft der David Trachta. Von den Freiburger. Also Möglichkeit. Powerplay-Möglichkeit für die SL Young Tigers. Was wird jetzt angezeigt? Spieler viel auf dem Zeiss. Das wäre jetzt noch möglich, dass der 5 Spieler auf dem Eis waren. Das müssen der Coaches eigentlich im Griff haben. Seine Assistenten. Jedenfalls geht es noch eine weitere Strafe aus. Der Alex Schweiter geht mal rüber. Also, wir werden es hören oder später lesen, was das für eine Strafe ist. Somit das Powerplay für dieses Jahr lang zeigt es zu 5 gegen 3. Freiburger. Es gibt sogar 4 Minuten. 5 Minuten Strafe. Also da hat man jetzt auch einige Vorteile auf der Tigers-Seite her. Der Finn aber probiert da das Spiel zu steuern. Zeigt, wer wo her sollte. Der, der jeweils bei den Powerplays auf der blauen Linie ist. Mit dem Timo Murer zusammen. Geschossen, allerdings zu hoch gewesen. Und da wird noch so geschossen auf der Seite. Janik von Bergen. Nochmal zurück zum Binaber. Nomura baut die Scheibe drinnen. Mal geschossen, jetzt hat Fribourg können befreien. Die für den SL Young Tigers aber nach wie vor noch keine weiteren Treffer können erzielen. Und jetzt ist er drinnen. Jetzt ist er drinnen zum 4:2. Luca Wenger hat den Treffer gemacht, Goalie angespielt und der hat am Klatsch Scheibe nicht können festhalten und ist jetzt Goal. Die Matchstrafe übrigens ist ausgesprochen worden gegen Alessandro Wiesen. Der Philipp Scherz hat hier den Pass gegeben. Ist weiter im Powerplay.
Weiterer Versuch von Finn Aber. Die Amura, die Schieber noch können im dritten Palto. Jetzt so wieder. Abgelenkt, aber ins Netz. Noch 1,45 ist man da in Überzahl. Also, ich kann da nicht mehr erfahren, außer dass es eine Matchstrafe gegen Wiesen Alessandro. Los für die von der Zeit her noch vor Trachta David. Andere vergehen. Vielleicht werden wir es noch einmal erfahren. Aber das Spiel geht ja weiter. Strafe geht noch 1,33. Tigers nach wie vor in Überzahl. Überkommen jetzt allerdings auch eine Strafe ausgesprochen. Gegen Philipp Scherz. Zwei Minuten. Somit 4 gegen 4. Die Stelle ist verdickt. Jetzt wird aber das Barmo schon gegeben. Der Bobart probiert es hier. Bütiko für Martin. Binskis hier auf der Seite. Ja, das wäre eine Möglichkeit für Freiburg. Luca Wenger. Pascal Kilchemann, aber der war zu tief und somit abgedrückt worden auch noch zusätzlich. Für Martin Michael Bütikofer. Allerdings hat da der Nicola Lütti seinen Fangland am richtigen Ort. Und es gibt ein weiteres Anspiel im Freiburger Drittel. Freiburg zwischenzeitlich komplett wieder. Allerdings jetzt auch zwei Goal im Rückstand. Und der SC Young Tigers wieder komplett. Freiburg hat noch Zeit, 13 Minuten, 38 und dann noch das Spielresultat zu ändern. Wird aber nicht einfach, der SL Young Tigers im Moment eine ganz gute Fahrt, guten Lauf. Suchen die Scheibe, sie jetzt behalten. Offside. Natürlich somit auch keine Möglichkeit, den Freiburger zu geben, für weitere Goal zu schiessen.
Scheiße. Das war eine gute Gelegenheit hier. Jetzt eine Möglichkeit für Freiburg, aber die Bauern kommt da sofort raus. Kann die Scheibe holen. Da war noch ein Möpfen an der Grenze zur Strafe. Leichte Idee hinter dem Goal. Kannst du über vor das Goal bringen, aber das Goal ist verschoben. Und jetzt ist auch abgepfiffen worden. Im letzten Drittel gibt es wieder ein bisschen weniger Unterbrüche. Die Schiedsrichter, auffallend heute Abend, die Schiedsrichter reden viel mit den Spielern. Sehr wichtige. Das auch klar ist für die Spieler, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Damit kann er auch das Spiel flüssiger sein. Weniger strafanfällig. Das sind alles Beiträge, die eigentlich wichtig sind. Bei dem Sport-Eishockey. Es halt immer wieder Körperkontakt gibt und den Stock noch in den Finger hat. Und natürlich alles immer sehr schnell geht. Freiburg sind die, die gerne probieren, da wieder Möglichkeiten zu erarbeiten. Aber der SCL Young-Tigers hat das Spiel jetzt wirklich gut im Griff. Lassen nichts mehr zuhängen. Und hier ganz alleine, aber erfolgreich. Der Nico Schädeli. Die Scheibe konnte behalten. Geht es aber wieder um eine Strafe. Nein, hey, Icing. Falsch gesehen. Und darum noch korrigiert von meiner Seite her. Die Möglichkeit war auch. Sein Nabel probiert zurückzuspielen, aber hat mit Schlöf gespielt. Am Oskar Slapinski, so der hat somit nicht mehr schiessen können. Hätte schon gerade noch drehen können. Eine Bande dort. Die Möglichkeit hier, aber Tim Baumann fast mit einem Hechtsprung
kann die Scheibe schnappen. Ganz guter Save von ihm. 9 Minuten 0:3 vor Schluss von diesem Spiel. Luca Wenger rauf, Janik Liechti. Scheiben sehe ich nicht mehr. Aber der Schiedsrichter noch, der ist ein bisschen näher. Er geht noch ein bisschen rauf. Come on, Boys. Und die Möglichkeit war hier direkt Schuss, guter Pass, gut gesehen vom Timo Maurer. Krönt Abschluss hat auch ins Feld, sprich mit einem Goal. Da ist schließlich noch der Nicola Lütti drinnen. Der hat einfach gut gespielt. Für ihn schwierig gewesen. Natürlich die Powerplays Goal können, um endlich zu verhindern. Der Pass wieder von ganz hinten. Und auch so gut gesehen von Alain Poppart. Auch einfach weitergefahren. Ein bisschen müdrig, wenn man dumm ist hier. Und Lehrgeld mit U20. Oh, wieder gut geschossen gewesen von Patrick Beer. Allerdings geblockt. Stock wird pfiffen, jawohl. Er hat es noch gerufen. Der Schiedsrichter, den Spieler jetzt nicht gehört. Darum abpfiffen. Der Typo Fabre von Freiburg, oder hat es nicht auch gehört, wie auch immer. Jacksy. Möglichkeit hier. Freiburg hat also noch nicht aufgegeben. Ja, Straf. Wegen Team Mattis. Und die Scheibe sicher heute
Nicola Lüthi. Er ist doch einiges mehr beschäftigt hier im letzten Drittel als der Team. Baumann. Powerplay, Möglichkeit für Freiburg. Muss zuerst noch installiert werden. Noch einmal im eigenen Drittel. Jonas Schwab spielt raus aus dem Drittel. Hier eine weitere Möglichkeit. Hey. Nicht sein, abgedrängt. Hier bekommt noch vor das Goal. Hier ist kein Freiburger. Probieren. Und trotzdem Luca Wenger kann wegspielen die Scheibe. Da fliegt nicht nur der Böck, sondern noch gerade noch die Kelle, respektive die Schaufel vom Stock. Der Stock ist aber lang. Noch ein neues Werkzeug. Also die Strafe ist auch durch, da ist nicht viel passiert, eigentlich keine richtige Möglichkeit für Freiburg. Hier wäre eine Möglichkeit gewesen für den Bütikofer Michael. Der Schiebe Backhand angenommen, bringt es allerdings noch nicht auf Vorhand. Oh, ja, die Möglichkeit ist vorbeigegangen. So ein Werkzeug, das ich auch vorhin sagen wollte, wäre für Kevin Etter. Toll war und der hat inzwischen auch seinen neuen Stock. Aber ist noch auf der Spielerbank. Und hier. Patrick Bär, abgelenkter Schuss, über das Goal. Drei Minuten und 20 sind noch zu spielen. Im Moment sieht es nicht gerade aus, dass Freiburg da noch könnte zum Anschlusstreffer kommen könnte. Die Zeit wäre zwar noch gleich vorhanden, aber der SL Young Tigers sehr aktiv, sehr aggressiv auch unterwegs. Heidi Schibon bringt für sich in seiner Reihe zu gewinnen. Gut zu behalten. Jetzt ist noch der Schiedsrichter da an der Bande und noch drei Spieler. Nein, gar nicht weg können, der Schiri. Er ist nach wie vor noch im gleichen Ecken dort. Wiederum die Scheibe an Bande geklebt, aber irgendwie noch frei. Da gibt es kein Goal. Möglichkeiten. Jetzt pfeift er.
Ganz genau. 10 Minuten noch zu spielen. Und eine Strafe gegen die SCL Young Tigers. Luca Wenger. Der Captain. Spielverzögerung. Wird hier wohl zu verdickt sein. Und Fribourg nimmt jetzt gerade ein Timeout. Will noch einmal probieren, einen weiteren Treffer zu erzielen. Und natürlich dann am liebsten noch den Ausgleich. Mal schauen, ob da noch etwas so passieren kann. Das ist ja bereits 1-2 Powerplay Goal geschossen. Und sie nehmen auch den Goalie raus. Also 6 gegen 4. Es wird dickt. Ist klar. Schuss ist gekommen. Team Baumann hat ihn gehabt. Jetzt muss es natürlich schnell gehen. Und Gibe ist draussen. Gute Intervention gewesen. Und Janik Liechti. Der Schuss abgelenkt. Wertvolle Zeit gewonnen. Wiederum an der Bande an, sämtliche Spieler. Ja, mit Möpfen ist es nicht gemacht. Ich habe selber noch in die Bande reingeflogen, der Freiburger. Jetzt hat man die Scheibe, aber man kriegt sie noch nicht weiter. Und jetzt eine Einsmöglichkeit. Der Finn aber. Kommt er noch. Ja, und der Goalie geht nochmal zurück von den Freiburger, der Team Baumann. Nicola Lüthi natürlich, wie wenn ich es auch nicht transferieren kann, Team. Den behalten wir bei den SCL Tigers, SCL Young Tigers. Gut, ab im Goal. Patrick springt zurück. Und schießt vorne. Auch wieder hier wertvolle Zeit gewonnen. Trotzdem wieder kurz um. Das 1-1 und der Freiburger liegt noch. Und hier noch eine Möglichkeit. Hey. Nach wie vor das Powerplay. Oh, der Schuss abgelenkt. Zwischenzeit ist auch noch der Nicola Lüthi wieder rausgegangen für einen sechsten Feldspieler. Nach wie vor eine Möglichkeit, hier noch ein Goal zu schiessen. Das wäre das dritte. Für ein viertes allerdings, ja. Das wäre doch definitiv auch zu knapp. Wiederum eine
Kurze Diskussion dort an den Freiburger Banden. Nicht das erste Mal heute Abend. Die wird die Scheibe behalten und fertig ist das Spiel. Und die SCL Tiger gewinnen das Spiel 4-2. Wir sind zweimal in den Rückstand geraten. Im ersten Drittel. Zwei Drittel haben wir können ausgleichen. Und im letzten Drittel nach 40, respektive 40. Spielminuten zum 3-2.